Uhrmacher schaffen feinmechanische Meisterwerke. Sie handhaben winzigste Federn und Rädchen, einige sind so klein, dass man sie kaum erkennen kann. Geparden gelten als die schnellsten Landtiere und verfolgen ihre Beute mit spitzen Geschwindigkeiten von über 100 km pro Stunde. Die biologischen Antriebe, die das ermöglichen, sind jeweils die gleichen: Muskeln. Sie verhelfen Lebewesen dazu, in unterschiedlichen Situationen präzise, elastisch, steif oder ungenau und kraftvoll zu agieren. Muskelgewebe, Sehnen, Bänder und Gelenke arbeiten dazu zusammen. Gesteuert von Nervenimpulsen, die bei uns Menschen im Rückenmark erzeugt werden, ziehen verschiedene Muskeln gleichzeitig an einem Gelenk, um bestimmte Bewegungen zu ermöglichen. Ihr Zusammenspiel erzeugt die nötigen Antriebskräfte für das Gelenk und verändert gegebenenfalls dessen Elastizität. Nicht immer werden Bewegungen gezielt ausgelöst. Nervenimpulse können ein Gelenk auch als Reflex auf ein unvorhergesehenes Ereignis ansteuern. Treffen Gliedmaßen beispielsweise auf einen Widerstand, kann das Gelenk nachgeben und auf die neue Situation reagieren. Schnelligkeit, Präzision, Kraft und Elastizität. Diese in natürlichen Bewegungssystemen vorhandenen Fähigkeiten versuchen Wissenschaftler der Universität Bielefeld auf technische Antriebssysteme zu übertragen. Also heutige Robotersysteme, Industrieroboter oder andere Roboter, die man sich so vorstellen kann, die sind eher steif und nicht elastisch ausgelegt. Äh, stellt man sich etwa vor in einer Fabrikhalle, wo Roboter hinter Käfigen arbeiten müssen, weil sie ähm, potenziell gefährlich sind. Und schaut man sich im Vergleich dazu biologische Systeme an, stellt man fest, ähm, dass jedes biologische System elastisch ist. Und wenn ich zum Beispiel an meinen Arm denke, egal wie stark ich den anspanne, es kann immer jemand kommen und ihn Wegbewegen ein kleines Stück. Und das liegt daran, dass unsere Muskeln elastisch sind. Und wir möchten diese elastischen Fähigkeiten auf technische Antriebe übertragen. Das macht aber alleine genommen keinen Sinn, weil ich, die sind nicht einfach nur elastisch, wie eine Feder elastisch ist, sondern ich sag mal komplizierter elastisch. Und die Natur hat sich halt überlegt, was für Mechanismen brauche ich, um diese Elastizität zu steuern. Und nur das Pärchen zusammen macht Sinn. Also ich muss die Muskelfunktionalität übertragen und auch ähm, diese Ansteuermechanismen. Und dann kann man in technischen Antrieben äh, davon einen äh, Nutzen ziehen. Gelingt das, könnten Industrieroboter bald effektiver und sicherer arbeiten. Sie würden aktiv versuchen, ihre menschlichen Arbeitskollegen nicht anzurempeln und wenn es doch passiert, so flexibel und elastisch reagieren, dass niemand verletzt wird. Auch spielen die Forscher mit dem Gedanken, künftig Prothesen zu entwickeln, die mehr von ihren Benutzern verstehen und besser auf alltägliche Anforderungen reagieren. Um das zu ermöglichen, hat das Team um Axel Schneider sich vorgenommen, Gelenke zu entwickeln, die so funktionieren wie ihre biologischen Vorbilder. Da Muskeln immer nur an einer Sehne ziehen und nicht schieben können, haben biologische Gelenke mindestens zwei Muskeln, die für die Bewegung sorgen. Der Streckermuskel, auch Extensor genannt, zieht das Gelenk in eine Richtung. Der Beugermuskel oder Flexor bewegt das Gelenk genau entgegengesetzt. Da sich diese beiden Muskeln wie Gegenspieler verhalten, spricht man hier auch von einem antagonistischen Wirkprinzip. Agonist und Antagonist, Spieler und Gegenspieler. In der Technik sieht das Ganze dann so aus. Die Muskeln sind Minimotoren, sogenannte Piezomotoren. Sie können an einer Sehne ziehen wie ein Muskel. An einem Modell führen die Wissenschaftler Versuche und Messungen durch. Sie statten die Antriebe mit Sensoren aus, diese messen die Kräfte, die von den Antrieben auf das Gelenk ausgeübt werden. Sie verzeichnen außerdem, wie weit die Antriebsstangen momentan ausgefahren sind, messen sozusagen die Muskellänge. Werden die beiden Piezomotoren entsprechend angesteuert, so bewegt sich das Gelenk einmal in die eine und einmal in die andere Richtung. Um zu arbeiten wie richtige Muskeln, muss der Antrieb allerdings noch viel mehr können. Ich habe hier mal so eine Kugelschreiberfeder mitgebracht. Und wenn man eine normale Feder auseinanderzieht, dann äh, steigt die Kraft an mit der Länge. Das heißt, wenn ich ein Stück auseinanderziehe, wird die Kraft größer. Wenn ich es doppelt so weit ziehe, wird sie doppelt so groß. Bei einem Muskel ist das viel komplexer. Da hängt die Kraft, die der Muskel gerade erzeugt, hängt halt nicht nur von seiner Länge ab, sondern gleichzeitig von seiner Bewegungsgeschwindigkeit und ganz wichtig auch von den elektrischen impulsen die das gehirn gerade an den muskel sendet um damit halt die bewegung des muskels und die elastizität einstellen zu können nehmen wir noch einmal das beispiel des fingers es geht nicht nur um das hin und her bewegen wenn strecker und beugermuskel gleichzeitig angespannt werden spielen wir mit der steifigkeit des fingers um dieses komplexe Antriebsverhalten auch in dem künstlichen Gelenk umzusetzen, ist eine aufwendige Steuerungselektronik notwendig, welche die Piezomotoren mit den nötigen Informationen versorgt und sozusagen die biologische Regelung nachahmt. Setzt man diese Elektronik aus Standardteilen zusammen, so erhält man einen unverhältnismäßig großen Aufbau. Aber auch hierfür haben die Bielefelder Wissenschaftler eine Lösung gefunden. In einem aufwendigen Prozess entwickelten sie die Elektronik und die Software neu. Das Ergebnis ist nicht viel größer als ein Streifen Kaugummi. Der piezo motor hat verschiedene Eigenschaften äh, und auch Vorteile. Eine wichtige Eigenschaft ist natürlich, dass er sehr klein aufbaut und sehr leicht ist. Ähm, gleichzeitig hat er eine sehr genaue Positionierfähigkeit, den kann man sehr, sehr fein einstellen. Ähm, die Geschwindigkeit, die er entwickeln kann, ähm, liegt auch in so einem motor moderaten Bereich. Die Kraftentwicklung ist eher kleiner, deswegen würde man immer auf Anwendungen zielen, bei denen ähm, Kräfte keine so große Rolle spielen. Und da denken wir beispielsweise an ähm, Greifanwendungen. Hohe Präzision, aber geringe Kraft. Denkbar wäre ein Einsatz der piezomotorangetriebenen angetriebenen Greifer beispielsweise als Werkzeug bei chirurgischen Eingriffen. Was aber, wenn deutlich größere Kräfte nötig sind, wenn mehr als nur feingliedrige Finger bewegt werden sollen? Um auch ganze Roboterarme oder Laufmaschinen mit den muskelähnlichen Antrieben ausstatten zu können, hatte das Team um Axel Schneider eine andere Idee. Es handelt sich um einen rotatorischen, also kreisenden Elektroantrieb. Die biologische Inspiration von zwei entgegengesetzt arbeitenden Muskeln lässt sich hier nicht mehr auf den ersten Blick erkennen. Im Gegensatz zu dem äh, Gelenk, in dem die Piazzo-Antriebe verwendet werden, haben wir beim rotatorischen Antrieb nur noch einen Motor im Vergleich zu zwei Motoren beim äh, Piazzo-Gelenk. Und dieser eine Motor ist äh, durch eine intelligente Elektronik, die hier direkt integriert ist, in der Lage, die Bewegungen, die normalerweise von den zwei Motoren erzeugt würden, äh, zu simulieren. Das heißt, die ähm, integrierte Elektronik ähm, bestimmt vorher, wie sich dieses Gelenk bewegen würde, wenn dort zwei Motoren an diesem Gelenk ziehen würden. Und diese Bewegung wird dann durch den einen Motor ausgeführt. Das heißt, der Motor tut im Endeffekt so, als sei er zwei Muskeln. Auch hier mussten die Entwickler viel Arbeit investieren, um die Elektronik als Herzstück des bionischen Antriebs so kompakt wie möglich zu machen. Mit dieser Basis können die Bielefelder Wissenschaftler künftig beispielsweise einen neuartigen Industrieroboter bauen. Je nachdem, was gewünscht ist, werden die Antriebe elastisch und somit muskelähnlich gesteuert. Auf Knopfdruck ist es aber auch möglich, den Roboter so zu bewegen, wie man es bisher gewohnt ist. Exakte Bewegungen immer und immer wieder. Aber nicht nur in diesem Bereich sieht Projektleiter Axel Schneider eine Zukunft für seine Gelenkmotoren. Also mit unseren Antrieben bauen wir jetzt verschiedene technische Systeme auf, zum Beispiel auch eine Laufmaschine. Und äh, diese Roboter haben natürlich einen, einen technischen Wert an sich, weil man damit Fähigkeiten erzeugen kann, die man mit den klassischen Systemen nicht machen kann. Gleichzeitig hat es aber auch noch einen, einen weiteren Anwendungsaspekt. Und das ist der, dass man ähm, diese Systeme auch für die biologische Forschung verwenden kann. Das heißt, ähm, Biologen machen ja zum Beispiel Verhaltensforschung an Tieren, zum Beispiel an Stapelschrecken, äh, schaut man sich an, wie die sich in bestimmten Situationen verhalten, guckt sich das Verhalten genauer an, baut Hypothesen auf, wie dieses Laufen funktioniert. Damit kann man jetzt auf unsere Maschinen kommen. Auf diesen Maschinen kennen wir alle technischen Details und können diese Hypothesen sehr genau testen. Funktionieren die auch tatsächlich so, wie man das im Tier angenommen hat? Neben dem Einsatz in Industrierobotern der Zukunft und als Testmöglichkeit in der Verhaltensforschung haben die beiden Antriebsarten aber noch in einem weiteren Feld großes Potenzial der Prothetik. Die Antriebe können das Verhalten von Muskeln in Gelenken nachbilden, man könnte also sagen, sie sprechen die Muskelsprache. Daher sind sie prädestiniert, auch direkt mit solchen Signalen verbunden zu werden, die eigentlich für echte Muskeln gedacht waren. Die Rede ist von Nervenimpulsen. Misst man diese mit speziellen Sensoren, so können sie nach kurzer Aufbereitung direkt an die Antriebe geschickt werden. Das könnte für die Entwicklung neuer Prothesen hilfreich sein.